Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Animal Crossing New Leaf. Ich glaube, heute ist das allererste Mal, dass wir keine Post haben in diesem Let's Play. Gut, dann müssen wir schon keine Post lesen. Wir schauen jetzt als allererstes mal auf den Festplatz. Oh, okay, Rainer ist heute zu Besuch. Dann schauen wir doch einfach mal, ob er irgendwelche Kunstwerke hat, die wir hier kaufen können. Ja, ich muss mal ganz kurz meine Lösungsseite dafür rausholen. Oder aufmachen, keine Ahnung. Okay, wir haben hier als allererstes das Feierlich-Gemälde. Und hier handelt es sich um eine Fälschung. Denn die Frau hier in dem Bild in der Mitte, in diesem, ja, keine Ahnung, Kleid, also dieses weiße Ballkleid, ja, diese Frau ist zu groß, also im Original ist sie ein bisschen kleiner. Dann haben wir hier nochmal eine Fälschung, denn das ist das Altertum-Gemälde und in der Fälschung fehlt der Frau die weiße Haube. Und ja, die hat sie hier nicht an, also ist es dementsprechend eine Fälschung. Dann haben wir hier die Würdestatue und das ist auch eine Fälschung, weil der Arm von der Fälschung oder die Hand halt nach unten zeigt und beim Original zeigt die Hand nach oben. Und als allerletztes haben wir hier noch das Wintergemälde und ja, beim Wintergemälde gibt es keine Fälschung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das Wintergemälde schon haben. Ich glaube irgendwie, dass wir das schon mal gekauft haben. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Deswegen kaufen wir das jetzt einfach trotzdem. Und ja, dann verlassen wir Rainer mal wieder. Ja, wenn ich das Gemälde jetzt doppelt habe, dann, keine Ahnung, bringe ich das einfach an meine andere Stadt oder so. Also ich habe ja noch eine andere Animal Crossing New Leaf Stadt. Also meine alte. Ja, es gibt jetzt noch ein, zwei Sachen, die ich in der heutigen Folge mit euch machen wollte. Und zwar habe ich einmal meinen Spind durchsucht nach Büschen, die wir in der Nähe von der Fundgrube und am Eingang pflanzen können. Ich habe jetzt hier so ein paar Seehortensien und Abendhortensien herausgesucht. Ehrlich gesagt sind es deutlich weniger Büsche, als ich dachte. Also ich dachte irgendwie, dass wir deutlich mehr Büsche haben, beziehungsweise Hortensien. Aber das ist leider doch nicht der Fall gewesen. Also irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, haben wir ja gar nicht so viele Büsche, auch wenn sich's immer so viel anfühlt, weil wir gefühlt jeden Tag bei Gerd, ja, Büsche kaufen gehen. Oh no, ich glaube, ich habe heute Unglückstag. Ja, und dann habe ich noch eine Durchsage von Melinda bekommen. Und zwar, dass Bella heute auszieht. Irgendwie hatte sie ja eigentlich mal ursprünglich gesagt, dass sie am 2. des nächsten Monats auszieht, also am 2. September. Aber irgendwie ist es jetzt anscheinend so, dass sie doch heute auszieht, auch wenn heute erst der 31.8. ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen zu viel gespult habe, weil wenn man so ein bisschen hin und her spult, dann ändert sich auch die Zeit, wann die ausziehen. Deswegen, ja, würde ich euch generell immer empfehlen, nicht zu viel zu spulen in Animal Crossing New Leaf, weil ihr könnt euch da echt einiges so an der Stadt halt kaputt machen. Ihr könnt Unkraut bekommen, halt die Bewohner können einfach früher ausziehen, so wie jetzt bei Bella, oder generell können Bewohner einfach so ausziehen. Dieses Problem hat man ja in Animal Crossing New Horizons nicht, aber hier in New Leaf schon. Und ja, ich würde sagen, weil sie ja jetzt heute auszieht, verabschieden wir sie jetzt einfach mal. Ist natürlich schade, dass es jetzt schon früher ist, aber ja, kann man jetzt auch nichts machen. Wir sprechen jetzt einfach mal mit ihr. Hey, was gibt's? Willst du Tschüss sagen? Ja, ich bin fertig mit Packen und ganz schön aufgeregt. Pass auf dich. Oh, ich werde dich schon echt vermissen. Ich glaube, sie war ziemlich von Anfang an mit dabei in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob sie so am Anfang so hier schon gewohnt hat. Marina und Keks auf jeden Fall und Leonardo weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, wer alles in der Stadt gewohnt hat, als wir hier angekommen sind. Aber ich glaube, sie war auf jeden Fall eine der Ersten. Und deswegen ist es schon auch ein bisschen schade, wenn sie jetzt geht. Aber ja, irgendwann muss jeder mal im Leben weiterziehen, sage ich jetzt mal so.
Und jetzt sagt sie ja noch, mein Buch über Volleyball, wem hatte ich das jetzt ausgeliehen? Na, jetzt ist es weg. Quaps. Ach so, ja, stimmt. Sie sagt ja immer noch Quaps von Marina. Gut, also genieß dein Leben hier in New Leaf, okay? Quaps. Okay, danke. Ich hoffe, eigentlich hat sie voll die schöne Tapete. Ich hoffe natürlich, dass sie ja hier auch, egal wo sie hingeht, oh, süß, wie sie es so mitmacht. Ja, ich hoffe, dass sie einfach eine schöne Zeit hat und so, egal wohin sie zieht. Es ist so schade, dass man nicht mehr online zusammen spielen kann, weil sonst hätte ich sie euch auch geben können, also dass sie quasi einfach in eine von euren Städten zieht. Ich hoffe, dieser Satz hat Sinn gemacht, keine Ahnung. Naja, ihr wisst hoffentlich, was ich damit meine. Und ja, ich würde sagen, das war's dann mit Bella. Ciao, Bella. So schön, wie sie uns gerade noch gewunken hat. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wer als nächstes kommt. Jetzt sind wir ja erstmal 10 Bewohner. Das bedeutet, dass nicht automatisch jetzt jemand einzieht, sondern wir müssten jetzt quasi erstmal über den Campingplatz zum Beispiel jemand einladen oder über eine Amiibo-Karte oder so. Achso, ja genau, wir wollten hier Büsche pflanzen, so. Ja, zum Thema Amiibo-Karten. Ich weiß nicht, wie sehr ich die noch nutzen möchte aktuell. Also, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Findet ihr... Ups. Ich glaube, hier kann man auf jeden Fall einen Busch pflanzen. Hier schon wieder so eine blöde Mücke, die mich jetzt gleich wieder stechen wird. Ja, findet ihr, ich sollte viele Amiibo-Karten nutzen, weil ich sie sowieso habe? Oder findet ihr, ich sollte meine Amiibo-Karten nicht nutzen und einfach quasi herausfinden, wer einzieht bei uns in der Stadt, wisst ihr, ich meine? Also, wer automatisch einzieht. Ich überlege gerade, ob wir hier so eine Reihe mit Büschen machen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, ob wir das machen sollen oder ob so eine Reihe zu viel ist. Also hier können wir auf jeden Fall nichts pflanzen, weil das ist zu nah an der Fundgrube. Hier weiß ich nicht, ob hier was gepflanzt werden kann. Wir können es ja auf jeden Fall mal ausprobieren. Seehortensie ist blau. Abendhortensie ist, glaube ich, so lila. Dann fangen wir mal hier mit einer Seehortensie an. Und machen hier mit der Abendhortensie weiter. Sollen wir nur so 2 Büsche oder so eine Reihe? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir lassen es erstmal hier so frei. Und ich mache jetzt erstmal hier oben nochmal eine Seehortensie. Und dann schauen wir einfach, wie das aussieht, wenn es gewachsen ist. Da bin ich auf jeden Fall schon... Oh, jetzt bin ich da schon wieder gestolpert. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Auf der anderen Seite würde ich andere Büsche pflanzen. Aber wir können ja hier noch zum Beispiel bei Sabine auch hier so 3 Büsche pflanzen. Hier so ums Eck. Fände ich eigentlich richtig cool. Dann ist auch hier irgendwie so auf der anderen Seite ist hier auch irgendwie so die Straße so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber so ein bisschen sinnvoller. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt nicht mehr genügend Büsche, dass wir auf der einen Seite das gleiche Muster wie auf der anderen Seite machen können. Dann würde ich sagen, welche Farbe hat nochmal Sabines Haus? Ist eher so blau. Dann machen wir hier die Abendhortensie rein. In der Ecke die blaue Seehortensie. Und hier machen wir nochmal eine Abendhortensie rein. Und auf der anderen Seite machen wir es genau umgekehrt. Da machen wir die Seehortensie hier rein. Die Abendhortensie in die Ecke.
Und hier unten noch als letztes eine Seehortensie. So, ich hoffe, das wird gut aussehen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Ende ganz cool aussehen könnte. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Hortensien für hier oben. Ich habe es mir so ein bisschen vorgenommen, dass ich versuche, jede Buschart... Oh, jetzt wurde ich gestochen. Jede Buschart hier in der Stadt zu verwenden. Auch wenn es Büsche gibt, die ich mehr mag und Büsche gibt, die ich weniger mag. Aber ja, ich glaube, es ist ganz cool, wenn wir einfach alle Buscharten so ein bisschen verwenden. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Abwechslung in der ganzen Stadt. Und jetzt haben wir dann ja noch so ein Feld frei zwischen den Bäumen und Büschen und dem Weg. Da können wir auf jeden Fall dann noch so, Blumen pflanzen, wollte ich gerade sagen. Genau, und hier zum Beispiel zwischen den Bäumen könnte man auch noch Büsche pflanzen. Also Hortensien. So, und hier oben in der Ecke auch. Und dann, wenn man hier weitergeht, würde ich hier zum Beispiel freilassen. Und dann kommen ja hier jetzt die Bewohnerhäuser. Und da könnten wir uns überlegen, ob wir hier zum Beispiel in die Mitte nochmal einen Baum pflanzen oder so. Ja, bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz sicher. Und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob wir hier wie bei Karls Haus so diese Steine hier drumrum legen oder ob wir das lassen. Hier hoch wollten wir ja noch einen Weg machen zur Polizeistation. Und links von der Polizeistation haben wir ja hier noch dieses Blumenfeld, wo ich noch nicht genau weiß, ehrlich gesagt, was da entstehen wird. Hier ist einfach schon wieder so eine Mücke. Ja, oh, ich glaube, das hier ist der Fake-Stein. Yes, und wir haben ein Golderz. Sehr cool. Das ist jetzt das zweite Golderz mal wieder. Wenn wir ein drittes finden, können wir dann auch mal wieder ein Goldmöbelstück machen. Haben wir das eigentlich schon gemacht? Ich glaube, wir haben einmal eine Golduhr oder so gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, aber... Oh, hier fährt gerade ein Zug. Ja, zurück zum Thema. Genau, ich weiß noch nicht genau, was wir hier bei diesem Blumenfeld machen. Ja, muss ich mir noch überlegen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich finde eigentlich die Stadtplanung bisher ganz cool. Man könnte hier vielleicht noch irgendwie Büsche pflanzen oder mit einem abgeschnittenen Bambus irgendwie so eine Wegmarkierung machen oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, müssen wir einfach gucken, was hier dann noch so entstehen könnte. Wobei Büsche wären eigentlich auch ganz cool. Oder halt einfach... Ups, jetzt habe ich den Fisch verjagt. Oder einfach Blumen. Das schauen wir noch. Ich dachte aber, für heute könnten wir ja noch ein paar mehr Büsche pflanzen. Vielleicht in der Ecke vom Campingplatz. Dann wachsen die vielleicht auch bis zur nächsten Folge. Und ja, ich würde sagen, wir holen jetzt noch mal ganz kurz vielleicht hier ein paar Büsche raus. Und zwar möchte ich jetzt gerne die Stechpalmen nutzen. Ich würde sagen, ich sortiere jetzt einfach mal alle raus. Okay, ich habe jetzt doch gar nicht so viel Stechpalmen, wie ich erwartet habe. Aber ist nicht schlimm. Die wir haben, pflanzen wir jetzt einfach mal in der Ecke vom Campingplatz. Genau. Da laufen wir jetzt erstmal hin. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft, hier dieses eine Bodendesign zu fixen. Leider. Oh, hier ist ein Pilz gespawnt. Und oh, wir haben Besuch auf dem Campingplatz. Und unsere Hängematte ist fertig, wie ihr sehen könnt. Wirklich sehr, sehr wunderschön und spannend, hier so ein Nickerchen halten zu können. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz in das Campingzelt rein. Ja, ich glaube, den möchte ich eher nicht in meiner Stadt haben. Und, oh, Karl hat hier gerade einen Baum geschüttelt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, ich habe eben so gedacht, dass wir hier so... Oh, hier ist ein Fossil. Genau, ich habe gedacht, dass wir hier eben noch so ein bisschen, Büsche pflanzen können. Eigentlich ist hier dieses Unkraut, Kleeblattzeug an einer richtig coolen Stelle. Vielleicht können wir hier, noch ein bisschen näher.
Genau, vielleicht können wir hier ein Baum pflanzen. Buschpflanzen meinte ich natürlich. Ich würde die Büsche hier so ein bisschen wilder pflanzen. Also jetzt nicht die Büsche nutzen, um eine Reihe zu machen und irgendwas abzugrenzen. Oh, wie enttäuscht sie einfach ist, weil nichts runtergekommen ist. Ich kann ja auch mal an dem Baum schütteln. Okay, bei mir kommt auch nichts runter. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, genau. Also ich wollte sagen, ich würde jetzt hier beim Campingplatz nicht unbedingt die Büsche dafür nutzen, um irgendwas abzugrenzen, so perfekt, sondern ich würde die einfach jetzt hier so ein bisschen random reinpflanzen, damit es so ein bisschen mehr Struktur gibt hier. Vielleicht könnte man hier noch einen Busch pflanzen. Also, dass wir halt hier nicht nur Bäume haben, sondern halt auch so ein bisschen Büsche. In der Hoffnung, dass es dann so ein bisschen, ja, mehr Struktur hat. keine Ahnung, ob ihr versteht, was ich meine. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Ich würde gerne hier so einen Busch pflanzen, weil dann ist der Busch genau auf der anderen Seite, ouch, von der Fundgrube wie die anderen Büsche. Hier können wir einen einpflanzen. Und vielleicht, damit der nicht so alleine steht, können wir noch einen daneben pflanzen. Und jetzt haben wir noch zwei Stechpalmen. Okay, dann überlegen wir uns jetzt ganz kurz, wo wir die noch hinpflanzen. Wir könnten natürlich hier bei Sondrin auch noch welche hinpflanzen. Zum Beispiel hier. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Und vielleicht auf der Seite auch noch einen. So, hier. Ich stelle mir das auf jeden Fall sehr cool vor. Wenn ihr wissen wollt, wie das dann ausgewachsen aussieht, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, denn dann verpasst ihr die nächste Folge nicht und dann zeige ich euch natürlich in der nächsten Folge, wie die Büsche alle ausgewachsen aussehen. So, ich würde sagen, weil wir sowieso hier schon mal in der Gegend sind, können wir mal ganz kurz schauen. Oh, ich hatte das noch nie, dass statt Sternis einfach so Mineralien aus dem Stein rauskommen. Wie cool ist das denn? Und wir haben unseren dritten Golderz, was bedeutet, wir können jetzt, also ein Golderz habe ich noch in meinem Spind. Den können wir ganz kurz holen und dann können wir ein Goldmöbelstück uns von Björn craften lassen. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich hole mal ganz kurz den Golderz. So, da bin ich wieder und habe mein Golderz geholt. Dann huschen wir mal ganz schnell in die Fundgrube rein. Zu Björn. Und schauen mal, was der uns ja anbieten kann oder bauen kann. So, geben wir ihm mal die drei Golderz. Holla, du hast tatsächlich ein Golderz aufgetrieben. Hut ab, Fräulein. Für 3 Stück davon und 10.000 Sternis bastel ich dir ein goldfunkelndes Möbelstück. Gerne. Na prima, dann rück es mal raus. Dein Golderz in dreifacher Ausführung. So, dann lass mich nur machen. Ich brauche ungefähr 30 Minuten und lass dich bloß nicht zu früh blicken. Okay, ich bin gespannt. Die anderen Erze können wir ja jetzt eigentlich auch verkaufen. Die brauchen wir ja eigentlich nicht. Ich finde es irgendwie voll krass, dass wir einfach gerade so einen Mineralstein hatten. Hattet ihr sowas schon mal? Ich meine, früher oder später muss das ja quasi passieren. 14.000 Sternis. Abgemacht. Ja, aber ich hatte es tatsächlich irgendwie noch nie. Oh, Karl ist hier. Ja, jetzt bin ich schon rausgegangen. Naja, egal. Dann kann er halt heute nichts kaufen. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Einkaufsmeile und schauen ganz kurz,
bei Schlepp und Nepp rein und natürlich auch bei Gerd, ob es da heute irgendwas Besonderes gibt. Was ist denn das hier? KK-Sonate. Nehmen wir mal mit. Ich habe es übrigens immer noch nicht geschafft. Habe ich zwar in der letzten Folge gesagt, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, Spielmünzen mehr zu verdienen. Dementsprechend können wir auch keinen Glückskeks kaufen. Das hier ist ja ein cooles Item, der Mini-Fernseher. Okay, und dann nehmen wir das hier auch auf jeden Fall noch mit. Der Marshmallow-Hocker ist auch richtig schön. Den will ich auch auf jeden Fall haben. Eigentlich müssen wir auch mal hier eine Einrichtfolge oder sowas machen. Einrichtfolge hört sich auch irgendwie komisch an. Naja, also eine Folge, in der wir halt einrichten. Weil wir haben ja jetzt auch zwei Räume mehr. Der ist auch richtig schön, dieser Bonsai. Generell irgendwie alle Pflanzen-Items bei Gerd sind immer so schön. So, und jetzt schauen wir mal. Seehortensie. Ha! Genau eine Hortensie haben wir heute. Und eine Abendhortensie. Ja, cool! Das passt ja voll gut zur heutigen Folge. Dann können wir die vielleicht, also die zwei jetzt vielleicht noch pflanzen. Oh, und mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich noch zu Eugen ins Museum gehen. Und ein bisschen, ja, Fossilien analysieren. Wo pflanzen wir die jetzt? Wir könnten die auf der anderen Seite von Sabines Haus pflanzen. Aber ich weiß gerade nicht mehr, was ich hier gepflanzt habe. Oh, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Das ist echt schrecklich. Also wir pflanzen einmal hier und einmal hier. Und wenn wir einen dritten Busch noch bekommen, würde ich hier... Autsch, das tat gerade richtig weh beim Zuschauen. Wenn wir noch einen dritten Busch bekommen, würde ich den hier noch pflanzen. Ich muss mal ganz kurz überlegen, was ich an dieser Stelle gepflanzt habe. Okay, wir hatten hier direkt neben ihrem Haus, also von Sabine, die Abendhortensie gepflanzt. Das heißt, wir pflanzen hier jetzt auch nochmal die Abendhortensie ein. Dann ist es so links und rechts auf jeden Fall gleich bei ihrem Haus. Und hier in die Mitte machen wir die Seehortensie. Und wenn ich nochmal irgendwie eine Abendhortensie finden sollte oder bei Gerd hier zum Verkauf haben sollte, dann werde ich die da auch einpflanzen noch. Und ja, hier neben Sondrins Haus haben wir ja die Stechpalmen. Da können wir das auf jeden Fall dann so lassen. Vielleicht lassen wir hier auch ehrlich gesagt diese eine, ja, Stelle frei. Können wir uns ja noch überlegen. Aber ich glaube, das wird richtig cool. Ich bin so gespannt, wie die Büsche dann ausgewachsen aussehen. Und ja, jetzt gehen wir noch ganz kurz. Oh, hier ist ein Smaragdkäfer. Ich versuche den mal zu fangen. Und wir gehen jetzt noch mal ganz kurz ins Museum, damit wir die Fossilien analysieren können. Dann haben wir das nämlich auch für die heutige Folge erledigt. Zusammenzelt gehen wir heute nicht, damit die Folge nicht so lange wird. So, wir machen jetzt noch zum Abschluss eine Runde Fossilien bei Eugen. Ich hoffe irgendwie die ganze Zeit, dass wir irgendwann mal wieder was Neues bekommen. Irgendwie in letzter Zeit haben wir fast keine neuen Fossilien mehr für Eugen bekommen. Ist natürlich immer ein bisschen schade. Ja, nichts Neues dabei. Das ist natürlich sehr schade. Und wir gucken noch ganz kurz hoch zu Euphemia. Vielleicht hat sie ja ein Silberkescher. Ja! Juhu! Ich kann meinen Silberkescher wieder kaufen, nachdem ich meinen Silberkescher in der letzten, vorletzten, vorvorletzten Folge irgendwie aus Versehen verkauft habe. Ja, ich möchte den wieder haben. Danke. Und was ist das hier? Ein Hygrometer. Finde ich jetzt nicht so schön. Irgendwie wollte ich nur wissen, was es ist. Und was haben wir hier? Ein Fossilienboden.
lieber nicht. Okay, ja, ich würde sagen, das ist doch eine schöne Stelle, um die heutige Folge zu beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben dalassen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Bis dann!